Hi zu Lucky Recipes. Bei uns kommt mehrmals die Woche Dahl auf den Tisch und da ist natürlich Abwechslung gefragt. Deshalb gibt es heute eine Variante mit ungeschälten Munglinsen. Zu den Munglinsen kann ich nur sagen, sie gehören zu den beliebtesten Sorten in Indien. Ihr kennt ja noch die roten Linsen, die heißen bei uns Masoor Dal, die sind auch sehr beliebt. Und diese gelben hier sind im Grunde nichts anderes als die grünen, nur dass die grünen noch nicht geschält sind. Und wir haben immer diese Version auch zu Hause, weil man daraus auch Sprossen ziehen kann und eben auch das Dal machen kann, was ich euch heute zeige. Wie gesagt, die Munglinsen gelten unter den Hülsenfrüchten als recht gut verträglich, besonders die bereits geschälten. Die hier sind ja aber noch mit der Schale und ganz, deswegen weiche ich sie gerne ein und schütte das Einweichwasser weg, weil ich finde, so vertrage ich sie besser und die Kochzeit verringert sich natürlich auch. Ich habe das jetzt aber vergessen, sie über Nacht einzuweichen. Deswegen habe ich einfach folgenden Trick angewendet. Ich habe sie mit heißem Wasser übergossen und dann 2 bis 3 Stunden stehen lassen. Und sobald ich sehe, man kann sie durchbeißen, alles gut, kann ich das Einweichwasser wegschütten und damit weiterkochen. Wenn ihr aber gar keine Probleme habt mit Hülsenfrüchten, dann könnt ihr die Linsen auch direkt im Schnellgarer kochen, weil dieser schafft es mit Druck in kurzer Kochzeit, die Linsen trotzdem weich zu kochen. Heute reiben wir den Ingwer nicht zu einer Paste, sondern ich schneide ihn in relativ feine Stücke. Das ergibt nochmal einen anderen Geschmack im Dal. Noch ein bisschen grüne Chili und mehr muss man für das Rezept eigentlich gar nicht schneiden. Weil wir so viel Dal essen oder generell in Indien so viel Dal gegessen wird, hat jeder einen Schnellgarer zu Hause und ich kann euch das nur empfehlen, auch wenn ihr mehr Hülsenfrüchte essen wollt, weil dann habt ihr in 0, nichts eine leckere Mahlzeit zubereitet. Wir haben 2 Schnellgarer zu Hause, einen kleinen indischen, der ist schon recht lange in Gebrauch, aber weil man Dal auch so gut auf Vorrat herstellen kann, wollten wir auch einen größeren haben. Und da hat mir meine Cousine einen elektrischen empfohlen, und zwar den Instant Pot, und darin werden wir heute unser Dal machen. Aber keine Sorge, ihr könnt es natürlich auch nur im Topf zubereiten, aber da werdet ihr wesentlich länger brauchen. Dann geht's schon ans Kochen. Ich erkläre euch den Instant Pot mal, weil uns schon einige gefragt haben, was für Küchengeräte wir haben. Also mit der Sauté-Einstellung brate ich zuerst meine Gewürze in Ghee an, so wie ich es auch in einem Topf machen würde. Hier haben wir Hing, auch bekannt unter Asafoetida, sehr beliebt für Dals. Dieses hier ist gestreckt mit Reismehl, da Hing unheimlich stark riecht. Es ist eigentlich ein Harz, das Gerichten ein zwiebel- und lauchartiges Aroma verleiht. Hier habe ich noch etwas aus unserer letzten Indienreise, so schaut es eigentlich aus und man braucht nur ganz wenig davon. Das Interessante, Hing ist eigentlich gar nicht in Indien heimisch, aber es gibt wohl kein Land, das so viel Hing in seiner Küche verwendet wie Indien. Tatsächlich importiert Indien das Gewürz aus Ländern wie Iran, Afghanistan und Usbekistan. Wusstet ihr, dass viele Inder kein Knoblauch und keine Zwiebeln essen und deshalb auf Hing zurückgreifen? Normalerweise würde ich eine frisch gehackte Tomate mit reingeben, aber da meine Tomatenpassata verbraucht werden muss, kommt die heute einfach mit rein, wodurch das Dal etwas roter wird als sonst, also nicht wundern. Sobald die Grundlage aromatisch duftet, kommen schon die Munglinsen und Flüssigkeit rein. Die Tomatenpassata-Flasche habe ich noch schnell mit Wasser nachgespült, aber ihr könnt einfach nur Wasser nehmen. Ihr braucht keine Gemüsebrühe zu verwenden. Dann kommt der Deckel drauf und wird versiegelt, sodass ich im Topf Druck bilden kann. Das wird einige Minuten dauern. Ich stelle den Timer auf 15 Minuten, solange soll das Dal quasi under pressure kochen. Wenn ich die Linsen über Nacht einweiche, reichen sogar 8 Minuten. Und ganz ohne einweichen würde ich den Timer auf 25 Minuten stellen. Während das Dal vor sich hin köchelt, haben wir nur schnell Reis aufgesetzt. Wenn ihr das Ganze in einem normalen Topf kochen wollt, dann schlage ich vor, solltet ihr die Linsen unbedingt einweichen, am besten über Nacht.
und vorher sogar etwas vorgaren. Weil ich kann mir gut vorstellen, das Ganze könnte in einem normalen Topf 2 Stunden dauern. Und deshalb lohnt sich eben ein Schnellgarer, gerade wenn man viel Hülsenfrüchte und Linsen essen möchte. Die 15 Minuten sind um, aber natürlich befindet sich im Topf noch Druck. Daher kann man den Deckel nicht einfach öffnen. Der Druck nimmt langsam ab und in der Zeit köchelt das Dahl weiter. Etwa 10 Minuten kalkuliere ich mit und dann öffne ich das Ventil, um Dampf abzulassen. Sobald das Metallteil von alleine runtergeht, lässt sich der Deckel öffnen. Das Dahl hat jetzt genau die richtige Konsistenz. Man erkennt die einzelnen Linsen, aber sie zergehen auf der Zunge. Da wir das Dahl heute mit Reis essen, geben wir noch ein wenig Wasser hinzu. Hinterher kann man bei Dahl immer nach Belieben Wasser dazugeben. Lieber vorher weniger Flüssigkeit nehmen und später anpassen. Am besten mit einem Schneebesen mal kräftig durchrühren, so verbindet sich das Dahl besser. Abgeschmeckt wird das Ganze mit getrockneten Boxhornkleeblättern und einer Prise getrocknetes Mangopulver. Das Mangopulver könnt ihr aber auch mit ein bisschen Zitronensaft ersetzen. Schaut mal, wie schön cremig das Dahl geworden ist, ganz ohne Sahne. Zum Schluss noch etwas grüne Chili und Koriander und glaubt mir, so ein Dahl macht einfach nur hungrig. Dieses Dahl ist etwas dickflüssiger und erinnert ein bisschen an Dahl Makhni, ist aber bei weitem nicht so kalorienreich. Aber wegen der Konsistenz schmeckt es auch sehr, sehr gut zum Naanbrot. Wenn ihr Lust auf noch mehr Dahlrezepte habt, dann schaut doch mal auf unsere neue Playlist. Hier haben wir sie alle aufgelistet und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss!